Und wir kommen zum nächsten Tagesordnungspunkt, Tagesordnungspunkt 88, Aktuelle Stunde der Fraktion der CDU nach Nichtwiederantritt des SPD-Oberbürgermeisters in Wiesbaden im Nachgang zu strafrechtlichen Ermittlungen, nun auch Strafermittlungen gegen Frankfurter SPD-Oberbürgermeister. AWO-Skandal belastet die engagierte Arbeit der vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiter. Drucksache Nummer 20/5319. Und als erstes hat der Abgeordnete Bellino das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Das Wichtigste am Titel unserer heutigen Aktuellen Stunde ist die Passage AWO-Skandal belastet die engagierte Arbeit der vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiter. Die AWO ist eine verdiente und ehrenwerte Organisation. Viele Mitarbeiter engagieren sich ehren- oder hauptamtlich aus Überzeugung am Dienst am Menschen. Über 1.000 Angestellte, über 10.000 ehrenamtlich Engagierte, über 200.000 Mitglieder, die durch ihre Mitgliedsbeiträge die wertvolle Arbeit der AWO unterstützen, haben diesen unsäglichen Skandal um die Raffgier einiger Funktionäre nicht verdient. Sie haben es verdient, dass die Umstände restlos aufgeklärt und die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden. Und Sie hätten es, genauso wie die Bürgerinnen und Bürger Frankfurts, verdient, dass der OB Feldmann sein aus Tricksen, Tarnen, Täuschen und Untertauchen bestehendes Ziel endlich beendet, dass er Farbe bekennt, reinen Tisch macht und Verantwortung übernimmt. Das sieht ja mittlerweile auch die Frankfurter SPD so, die von einem Damoklesschwert spricht und erkennt, dass sein Verhalten auch ihr schadet, für diese Erkenntnis aber erst eine krachend verlorene Kommunalwahl benötigte. Sehr geehrte Damen und Herren, ich bin seit über 35 Jahren Vorsitzender des Roten Kreuzes in meiner Heimatstadt und noch viel länger Mitglied. Teilweise mehrfach im Monat sehe ich die vielen anderen Ehrenamtlichen und erlebe ihr ehrenamtliches, ihr wertvolles Engagement. Wenn ich mir nur eine Minute vorstelle, die Vorkommnisse bei der Wiesbadener oder Frankfurter AWO hätte es beim DRK gegeben, mir liefe ein Schauer den Rücken runter. Und ich kann die Enttäuschung und auch die Wut der vielen Ehrenamtlichen, aber auch der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der AWO nachvollziehen. Eine Einrichtung, die sich der sozialen Arbeit verschrieben hat und hier wertvolle Arbeit leistet, wurde von einigen wenigen an der Spitze ausgeplündert und an den Rand der Insolvenz geführt. Genauso schlimm wie die eigentlichen Vorgänge und Verfehlungen ist aber auch der mangelnde Wille zur Aufklärung bei den ehemals Verantwortlichen. Und die SPD, die sich ja gerne als Mutter der AWO bezeichnet, fordert an vielen Stellen eine umgehende und lückenlose Aufklärung von Vorgängen, hält aber zumindest bis jetzt oft ihre schützende Hand über Genossen und überlässt die so wichtige Aufklärung nur den eigenen Genossen. Der Frankfurter Oberbürgermeister sieht sich nun strafrechtlichen Ermittlungen ausgesetzt. Frau Kollegin Wissler, halten Sie noch einmal die Luft an, Sie können ja nach mir das Wort ergreifen. Die Frankfurter SPD, ich kann verstehen, dass Sie nervös werden, wenn es in Ihre Richtung geht. Die Frankfurter SPD-Oberbürgermeister sieht sich nun strafrechtlichen Ermittlungen ausgesetzt. Eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft wird mit den Worten zitiert, er wusste Bescheid von dem Vertrag mit seiner Frau. Dieser sei im Beisein und unter Einflussnahme Feldmanns ausgestaltet worden. Auch dies, obwohl es im eklatanten Widerstand zu allem steht, was er vorher gesagt hat und damit wohl die Unwahrheit gesagt hat, auch dies ist kein Grund für ihn, den Vorgang endlich ernst zu nehmen und zur Aufklärung ernsthaft beizutragen. Nein, er hat ja angeblich von alledem nichts gewusst, spricht von Wahlkampfgeplänkel und findet Nachhall bei seinen Genossen. Warum werden denn seine Entwicklungen, seine Verwicklung zur AWO nicht offengelegt? Warum macht er nicht reinen Tisch? Reue und Demut wären von einem anständigen Stadtoberhaupt zu erwarten. Einst von einem lukrativen Posten bei der AWO ins Amt des Oberbürgermeisters gewechselt. Am Rande sei nur erwähnt, dass es diesen Posten vorher und auch nachher nicht gab. Reiner Zufall. Gewechselt hat er die Affäre um deutlich höhere Bezüge und Dienstwagen während der Elternzeit für seine Frau von Anfang an nicht ernst genommen.
Er kontrolliere doch nicht die Einnahmen seiner Frau bei seiner überheblichen Antwort. Wer so überheblich mit so einem Vorwurf umgeht, dem fällt auch nicht auf, wenn plötzlich ein weiteres Fahrzeug auf dem eigenen Hof steht. Da wäre es eines Oberbürgermeisters angemessen gewesen, sich zu erklären, sich zu distanzieren, reinen Tisch zu machen und sein Amt spätestens jetzt ruhen zu lassen. Ähnlich stellt es sich mit den Verflechtungen in Wiesbaden dar. Hier stehen Vorwürfe im Raum, dass der heutige SPD-Sozialdezernent Manjura nur zum Schein bei Frau Richter angestellt gewesen sein soll. Der Hessische Rundfunk berichtet von E-Mail-Verläufen, die nahelegen, dass der persönliche Referent von Frau Richter noch nicht einmal ein eigenes Büro gehabt habe. Gleiches, meine Damen und Herren, und das ist sehr bedauerlich, gilt für viele andere Sozialdemokraten und Jungsozialisten, die ohne jede Vorbildung in hochdotierte Funktionen wechseln. Die AWO, und da komme ich zu dem zurück, was ich eingangs sagte, ist ein verdienter Wohlfahrtsverband und leistet wertvolle Arbeit. Sie hat es nicht verdient, zum Opfer von Rafkes aller Richter zu werden, und sie hat es auch nicht verdient, als Durchlauferhitzer vermeintlich verdienter Sozialdemokraten zu werden. Herr Bellino, kommen Sie bitte zum Schluss. Die Redezeit ist abgelaufen. Das war mein Schlusswort, werte Frau Präsidentin. Als nächstes erteile ich Herrn Weiß von der SPD-Fraktion das Wort. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Vielleicht fangen wir mal an, mit der Peinlichkeit der CDU den Titel dieser Aktuellen Stunde wechseln zu müssen. Das habe ich in den 11 Jahren, die ich hier diesem Haus angehöre, noch nie erlebt, weil Sie offensichtlich den Unterschied zwischen ich trete zurück und ich trete nicht mehr an nicht kennen, weil Herr Sven Gehrig nicht zurückgetreten ist, sondern er hat gesagt, ich trete nicht mehr an zur Wahl. Sie kennen den Unterschied nicht, aber vielleicht erklärt das ja auch, dass der Innenminister Peter Beuth noch im Amt ist. Sie wissen einfach nicht, was ein Rücktritt ist. Liebe Kolleginnen und Kollegen von der CDU. Vielleicht reden wir hier auch mal an der Stelle des Titels auch ein bisschen über Stil. Denn der Titel Ihrer Aktuellen Stunde suggeriert, dass Sven Gehrig wegen der AWO nicht wieder angetreten ist. Das ist schlicht die Unwahrheit, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das ist schlicht die Unwahrheit, und das wissen Sie auch und behaupten hier trotzdem das Gegenteil. Herr Kollege Bellino, sagt Ihnen das Wort Anstand irgendwas? Den Strafbefehl von Ihrem Ex-Kollegen Abgeordneten Horst Klee haben wir hier an diesem Pult nie thematisiert als SPD-Fraktion. Nie. Sven Gehrig hat sich immer auch vor Ihren Ex-Abgeordneten-Kollegen Horst Klee gestellt, hat an seine politische Lebensleistung erinnert und einen respektvollen Umgang mit ihm gefordert. Das war Sven Gehrig. Und als Dankeschön drücken Sie ihm diese Aktuelle Stunde hier rein. Ich würde mich schämen an Ihrer Stelle. Ich würde mich schämen. Aber Herr Gehrig ist ja auch gar nicht der Grund für diese Aktuelle Stunde. Nee, auch die AWO ist nicht der Grund für diese Aktuelle Stunde. Auch Peter Feldmann ist nicht der Grund für diese Aktuelle Stunde. Der einzige Grund für diese Aktuelle Stunde ist der erbärmliche Zustand der Union in diesem Land, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das ist klassisches Whataboutism. Klassisches Whataboutism macht die CDU immer. Wenn sie selbst bis zum Hals im Dreck steckt, wirft sie mit diesem Dreck auf andere, um vom eigenen Skandal abzulenken. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist der Spiegeltitel. Das ist der Spiegeltitel von dieser Woche. CDU, CSU, schwarzer Filz, Maskenaffäre, Käuflichkeit, Krisenversagen. Ich will mich angesichts der knappen Zeit hier mal auf Käuflichkeit und Krisenversagen bei der CDU konzentrieren. Während Millionen Deutsche seit einem Jahr leiden an der Krankheit, an den wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Pandemie, bereichern sich Ihre Abgeordneten an diesem Leid der Menschen. Georg Nüsslein, 660.000 €. Nicolas Nöbel,
250.000 €. Georg Hauptmann aus Thüringen, seit gestern Ex-Minister Alfred Sauter. Es gibt den Verdacht, dass Unionsabgeordnete sich für Lobbying aus Aserbaidschan und Taiwan haben bezahlen lassen. Und Hessen ist mit Herrn Irmer mittendrin. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Klaus-Peter Wilsch sagt den Menschen, sie sollen Maß halten. Und selbst versteht er unter Maß halten die Biermaß auf seiner Geburtstagsparty, liebe Kolleginnen und Kollegen. Während ja, genau so ist es, Herr Bedino. Müssen Sie nicht den Kopf schütteln. Das ist der Grund für Ihre Aktuelle Stunde. Während Kindergeburtstage abgesagt werden, lassen CDU-Abgeordnete es richtig krachen, ohne Maske, ohne Abstand und ohne Anstand. Die Liste ließe sich jetzt hier noch lange fortsetzen. Ich zitiere einfach mal heute noch aus der FAZ. Mehrere noch in der JU aktive Frauen aus Hessen beklagen Sexismus in der Organisation. Sie rieten sich gegenseitig, bei der JU keine kurzen Röcke zu tragen, sonst denkt jeder, wir wären freiwillig. Das ist der Zustand der Jungen Union. Das ist der Zustand der Union. Und lieber Herr Bellino, ausgerechnet diese Partei erdreistet sich, hier heute in einer Aktuellen Stunde über andere Menschen zu urteilen und sich moralisch über die zu erheben. Was erlauben Sie sich eigentlich hier in diesem Haus, Herr Bellino? Was erlauben Sie sich eigentlich hier? Und ich könnte jetzt noch eine ganze Menge andere Punkte an dieser Stelle nennen, eine ganze Menge anderer Punkte, auch die Sie hier angesprochen haben, was die Mitteilung der Staatsanwaltschaft angeht, könnte ich was dazu sagen, ein bisschen zur Chronologie. Dass eine Landesbehörde so ein Ermittlungsverfahren bekannt gibt, zwei Tage vor einer Wahl, und dass die Partei, die oberste Dienstherrin dieser Landesbehörde stellt, einen Tag nach der Wahl dieses mit einem Antrag hier zum Thema macht. Darüber könnten wir einmal reden. Und wir könnten mal über Ihr Rechtsstaatsverständnis reden und was eigentlich die Unschuldsvermutung für Sie bedeutet, dass Sie bei einem reinen Ermittlungsverfahren sich hier hinstellen und einen so dermaßen abqualifiziert und vorverurteilt. Für wen halten Sie sich eigentlich, Herr Bellino? Herr Weiß, kommen Sie bitte zum Schluss. Herr Weiß, kommen Sie bitte zum Schluss. Die Redezeit ist abgelaufen. Ich komme zum Schluss, Frau Präsidentin. Wir werden ja sicherlich noch einmal Zeit haben, wenn die Staatsanwaltschaft Wiesbaden das Ermittlungsverfahren einstellt oder die entsprechende Abschlussverfügung so lautet, wird die CDU sicherlich wieder eine Aktuelle Stunde hier beantragen und sich bei Herrn Feldmann entschuldigen. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Für die AfD-Fraktion erteile ich Herrn Bolldorf das Wort. Ich bitte trotz aller Erheiterung um Aufmerksamkeit für den nächsten Redner, meine Damen und Herren. Herr Bolldorf, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren. Es war für mich eben hochinteressant zu sehen, wer sich da gegenseitig etwas vorgeworfen hat, obwohl sie eigentlich beide im Glashaus sitzen. Das ist unerträglich für mich. Aber ich komme zurück zur Sache. Die Skandale rund um den ehemaligen Wiesbadener Oberbürgermeister Gehrig und seinen Frankfurter Kollegen Feldmann sowie AWO-Skandale in Wiesbaden und in Frankfurt am Main haben Vertrauen nachhaltig zerstört. In beiden Städten haben wohl Oberbürgermeister ihr Amt und Institutionen missbraucht, um für sich oder ihr familiäres Umfeld erhebliche finanzielle Vorteile zu erlangen. Und es wurde vorhin schon gesagt, was die AWO betrifft, geschah dies in diesem Fall auf dem Rücken Hunderttausender Beschäftigter und Ehrenamtlicher einer Organisation, die sich als Träger der freien Wohlfahrtspflege vorbildlich sozialen Grundsätzen in unserem Land verpflichtet hat. Durch ihr Handeln
haben die beiden Herren das Ansehen auch der AWO in unserer Gesellschaft und das Vertrauen in die Politik stark beschädigt. Offensichtlich haben Sie Ihr Amt als Selbstbedienungsladen verstanden. Im konkreten Fall des AWO-Skandals Frankfurt steht der Vorwurf im Raum, dass OB Feldmann entscheidenden Einfluss genommen haben soll, um seiner Frau als Leiterin einer Frankfurter AWO-Kita ein überhöhtes Gehalt sowie einen Anspruch auf einen Dienstwagen zu erwirken. Privilegien, meine Damen und Herren, die ihr nicht zustehen. Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass die Staatsanwaltschaft seit Februar wegen des Anfangsverdachts der Vorteilnahme gegen ihn sowie auch seine Ehefrau ermittelt. Doch der Fall ist weitreichender. Städtische Rechnungsprüfer äußerten Hinweise, dass aus den kommunalen Zuschüssen für die 18 AWO-Kitas in Frankfurt über viele Jahre hinweg Geld abgezweigt und zweckentfremdet und an Funktionäre verteilt wurde. Was wir derzeit an immer wieder neuen Erkenntnissen erleben, ist nur die Spitze des Eisberges an Filz und an Korruption. Und hier komme ich auf meinen ersten Satz eben bei meiner Rede zurück. Licht, meine Herren, ins Dunkel zu bringen, die darunterliegenden Strukturen sowie die handelnden Akteure aufzudecken und mit aller Konsequenz des Rechtsstaates zu bekämpfen, ist notwendig. Herr Oberbürgermeister Feldmann verweigert sich seit 1,5 Jahren jedoch einer transparenten und vollständigen Aufklärung des Frankfurter AWO-Skandals. Die Aufklärungsbemühungen der Stadtverordnetenversammlung werden torpediert. Zu Vorwürfen folgten nur rudimentäre Äußerungen. Aussagen des Oberbürgermeisters werden als Unwahrheiten entlarvt. Unterlagen werden erst in letzter Minute vorgelegt und Kritik an seiner Person wird als Wahlkampfgetöse abqualifiziert. Meine Damen und Herren, das ist selbstgefällig und unter jeder Würde. Ich weiß, wovon ich rede. Als ehemaliger, langjähriger Bürgermeister eines Mittelzentrums habe ich persönlich und auch meine Fraktion keinerlei Verständnis für das Agieren von Herrn Feldmann. Gerade für einen Oberbürgermeister muss es doch im zentralen Interesse sein, jeden Zweifel an der Integrität seiner Amtsführung auszuräumen. Er macht jedoch das genaue Gegenteil. Er klammert sich verzweifelt an sein repräsentatives Amt und bringt den gesamten Berufsstand der Hauptverwaltungsbeamten, Bürgermeister und Beigeordnete in Verruf. Koste es, was es wolle. Mit einem derartigen Verhalten ist er, ebenso wie das Handeln der dort regierenden Koalition, für eine international beachtete Stadt wie Frankfurt untragbar. Deshalb fordern wir als AfD-Landtagsfraktion, wie auch unsere Kollegen der AfD Frankfurt, Herrn OB Feldmann auf, sein Amt ruhen zu lassen, bis die Vorgänge um die finanziellen Vorteile seines familiären Umfeldes durch die AWO, durch die zuständigen Behörden aufgeklärt sind. Wir, meine Damen und Herren, erwarten, und damit komme ich zum Schluss, dass die AWO-Skandale in Frankfurt und Wiesbaden lückenlos und vollständig durch die zuständigen Behörden und die Staatsanwaltschaft aufgeklärt werden. Wir erwarten, dass die Verantwortlichen und Drahtzieher im Hintergrund eindeutig identifiziert werden und ihre gerechte Quittung erhalten. Es ist nicht länger hinnehmbar, dass Stadtoberhäupter nicht zum Wohle ihrer Stadt, sondern für den eigenen Vorteil und den ihrer Familie auf Kosten anderer arbeiten. Für ein solches Verhalten muss ich mich als ehemaliger Berufskollege massiv schämen. Ich danke Ihnen. Für die FDP-Fraktion bitte ich nun Herrn Pürsün ans Rednerpult. Vielen Dank für die Reinigung. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Auch wir Freie Demokraten hatten überlegt, ob wir das Thema AWO hier in der Aktuellen Stunde anmelden, haben uns dann dagegen entschieden und dann umso mehr gewundert, als wir gesehen haben, dass die CDU das Thema angemeldet hat. Mir wurde jetzt während der Plenarwoche zugerufen, man hätte mir das Thema weggeschnappt. Aber das geht überhaupt nicht, denn an jedem einzelnen Aufklärungsschritt der letzten 3 Jahre
war ich immer beteiligt. Ich muss mich im Prinzip bei der CDU dafür bedanken, dass ich jetzt noch einmal die Gelegenheit habe, dazu zu sprechen. Ich habe das Gefühl, dass die grüne Fraktion überhaupt nicht erfreut darüber ist, dass wir heute über die AWO sprechen. Wie in den Protokollen des Landtages nachlesbar ist, hat die CDU schon in früheren Jahrzehnten immer wieder die AWO im Landtag thematisiert. Sie konnte aber nie etwas erreichen, weil sie immer nur pauschale Parteienschelte betrieben hat. Und das scheint sie auch heute anzutreiben. Um die AWO geht es hier sicherlich nicht. Problematisch ist diese Anmeldung der CDU auch, weil sie als die Justizministerin stellende Fraktion den Eindruck fördert, als sei sie an der Entscheidung der letzten Woche vor der Kommunalwahl beteiligt gewesen. Das stimmt zwar nicht, aber schon der bloße Anschein ist im Rechtsstaat problematisch. Der CDU-Politiker Bernhard Lorenz spricht in diesem Zusammenhang von einem skandalösen Timing und, Frau Präsidentin, ich zitiere, CDU-Bouffiers bütteln. Die Überschrift der Aktuellen Stunde hat erst einmal gezeigt, dass die CDU-Fraktion wenig über die Fakten informiert zu sein scheint. Auch die CDU-Fraktion kann gerne auf mich zwecks Beratung zukommen. Ich helfe da gerne. Etwas mehr Interesse und Engagement der CDU wäre von Anfang an angebracht gewesen. CDU und Grüne im Landtag haben nichts unternommen, um meine Aufklärungsarbeit zu unterstützen. Der Sozialminister hat sich kaum engagiert, um die Probleme zu erhellen und Informationen vorzulegen. Der Finanzminister hat sich nicht engagiert, um beim Vorwurf der Scheinbeschäftigung bei der insolventen AWO Protect Mittel zurückzuholen, um einen möglichen Steuerausfall zu verhindern. Mit dem Frankfurter OB Peter Feldmann beschäftige ich mich mehr, als ihm recht ist. Da muss die CDU im Landtag sich nicht bemühen. Von den Vorwürfen der letzten Woche ist nichts neu. Seit November 2019 decke ich diese Zusammenhänge auf. Schon damals habe ich geäußert, dass OB Feldmann da nicht unbeschadet rauskommt. Wir haben mehrfach gefordert, dass er sein Amt ruhen lässt. Die CDU sollte ihre Kollegen in Frankfurt dazu bewegen, die Aufklärungsanträge der FDP in Frankfurt nicht mehr abzulehnen. Bislang hat die CDU in Frankfurt dem OB jede Peinlichkeit durchgehen lassen. Und die CDU könnte ihren Koalitionspartner, die Grünen, dazu bewegen, sich zu dem von der AWO und dem Insolvenzverwalter dargelegten Vorwurf der Scheinbeschäftigung zu äußern. Bevor die Grünen sich zum OB Feldmann äußern, sollten sie selbst für Transparenz sorgen. Es gibt im AWO-Skandal noch viel aufzuklären. Liebe Kollegen der CDU, fangen Sie einfach einmal konstruktiv an. Lassen Sie den parteipolitischen Eifer. Den Beginn können Sie mit der Unterstützung der Aufklärungsarbeit der Freien Demokraten machen. Dazu lade ich Sie erneut ein. Für die Fraktion DIE LINKE bitte ich nun Frau Böhm nach vorne ans Rednerpult. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Ich frage mich wirklich, was hat Sie getrieben zu dieser Aktuellen Stunde heute? Auch die CDU sollte sich doch ab und zu mal auf ihre Wurzeln und vielleicht auch auf das C im eigenen Namen besinnen. Schließlich heißt es ja in der Bergpredigt nach dem Matthäusevangelium, was siehst du aber den Splitter in deines Bruders Auge und nimmst nicht wahr den Balken in deinem Auge? Aber man kann es auch moderner sagen, wer im Glashaus sitzt, soll nicht mit Steinen werfen. Aber vermutlich gilt aktuell für CDU und CSU, das Glashaus ist schon kaputt, dann macht das auch alles nichts. Und da sehe ich viele Scherben. Ich könnte ja mir heute als Linke könnte ich ja sagen, ist mir egal, dass sich die CDU-CSU-Abgeordneten der Bereicherung an der Corona-Pandemie schuldig machen. Das geht ja mit dem politischen Konkurrenten heim. Aber leider ist es nicht so.
Damit zerstören Sie das noch existierende Vertrauen, manchmal auch schwindende Vertrauen der Bevölkerung in die parlamentarische Demokratie, so wie sie heute existiert. Und da gibt es diejenigen, die haben schon immer gewusst, dass Politiker korrupt sind, und diejenigen, die es gerade erschreckt feststellen. Und wenn Sie gehört haben, wie Rechtsaußen auf Ihre Aktuelle Stunde reagiert hat, dann wissen Sie, wem Sie hier den Boden bereiten damit. Und immerhin geht es ja um ca. 1 Million, die dem Landtagsabgeordneten und früheren bayerischen Justizminister Sauter nach Medieninformationen ganz oder teilweise zukommen sollten oder bereits geflossen sind. Vorher war das der schwäbische Bundestagsabgeordnete Georg Nüßlein, der Schutzmasken an mehrere Ministerien im Bund und im Land vermittelt hat und dafür eine Provision von 660.000 € bekommen haben soll. Es laufen Ermittlungen wegen des Anfangsverdachts der Bestechlichkeit und der Bestechung von Mandatsträgern in Bezug auf 5 Beschuldigte. Und ich denke, Herr Weiß hat vorhin ja noch eine ganze Reihe von weiteren Skandalen und Missverhalten von Ihren Fraktionskollegen deutlich gemacht und Verweise darauf, vor welchen Beschuldigungen Sie da stehen. Und da kommen Sie doch heute wirklich mit diesem echt billigen Versuch, um von den Korruptionsaffären der CDU, der eigenen Bestechlichkeit und der Vorteilsnahme von Politikern – und hier passt wirklich die männliche Form – abzulenken mit dieser Aktuellen Stunde. Und dann tun Sie noch so, Herr Bellini, dass es Ihnen wirklich um die AWO geht. Sorry, das glaubt Ihnen keiner, insbesondere wenn Sie die Überheblichkeit anderen vorwerfen und hier ein Theaterstück aufspielen, das wirklich. Ich verstehe Sie leider so schlecht hinter der Maske, aber ich würde Ihnen. Aber wirklich ist die Frage, ist das dem Thema AWO tatsächlich angemessen? Ja, gut, ich muss auch nicht alles verstehen. Ne? Aber wirklich die Frage ist tatsächlich, was mich beschäftigt, sorry, ich würde gerne sprechen jetzt, ist das wirklich dem Thema AWO angemessen? Und ich finde nicht. Und ich will noch einmal wiederholen, was wir hier schon mehrfach gesagt haben. Die korrupten Machenschaften in der AWO Frankfurt und der AWO Wiesbaden werden und müssen juristisch aufgearbeitet werden. Und ich begrüße es wirklich, dass hier mit deutlichen Schritten gegen ehemalige Verantwortungsträgerinnen und Träger vorgegangen wird. Und wenn sich die Vorwürfe gegen der Vorteilsnahme im Amt gegen Herrn Feldmann tatsächlich bestätigen, dann muss auch er aus meiner Ansicht die Konsequenzen ziehen und zurücktreten. Aber ich denke, erst dann ist es notwendig. Und ich denke, dann ist auch die Frage, ist die Affäre Feldmann, ist die Affäre der AWO, der Skandal der AWO wirklich eine Affäre Feldmann oder ist es wirklich nur ein Nebenthema, das hier die CDU zur Ablenkung nutzen will? Durch die Skandale bei der AWO ist wirklich ein unverzeihlicher Schaden entstanden. Weit über die AWO hinaus, das trifft ja auch die ganze soziale Trägerschaft. Die wurde dadurch schwer erschüttert. Und es sind Tausende unbescholtene Ehren- und Hauptamtliche betroffen, nicht nur bei der AWO. Aber Sie nutzen das für politischen Klamauk. Das ist vollkommen unangemessen. Es hätte Ihnen deutlich besser zu Gesicht gestanden, wenn Sie Ihre Anstrengungen auf die Herren Wilsch und Irmer gerichtet hätten. Der Bundestagsabgeordnete Klaus-Peter Wilsch hat ja nachweislich die Corona-Regeln ignoriert und hat dann auch noch der Presse gegenüber die Unwahrheit gesagt, wie die Hessenschau belegt. Und gezielte Falschaussagen und Corona-Verstöße sind aber anscheinend bei der CDU Hessen kein Grund, zurückzutreten. Auch Herr Irmer steht im Verdacht, mit unlauteren Maskengeschäften verbunden zu sein. Da meine ich nicht nur den Spiegelartikel vom 5. März dieses Jahres. Schon im letzten Jahr hat Abgeordneten Worsch über dubiose Verbindungen. Frau Böhm, kommen Sie bitte langsam zum Schluss. Kurier zu einem Maskenshop berichtet. Und beide sind immer noch weiter Direktkandidaten für den Deutschen Bundestag. Als Direktkandidaten für den Deutschen Bundestag normiert. Und hier in diesem Fall werfen Sie diese tätigen Falschaussagen. In einem anderen Fall sagen Sie, die Falschaussagen müssen zum Rücktritt führen. Das ist eine deutliche Janusköpfigkeit Ihrer Politik, die ich hiermit zurückweisen möchte.
Danke. Für BÜNDNIS 90 die GRÜNEN darf ich Frau Förster-Heldmann nach vorne bitten. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich beginne mit einem Zitat. Man kann die Notwendigkeit des Vertrauens auch als wahren und gewissen Grund für die Herleitung von Regeln richtigen Verhaltens ansehen. Sind Chaos und lähmende Angst die einzige Alternative zum Vertrauen, so lässt sich daraus folgern, der Mensch solle seinem Wesen entsprechend Vertrauen schenken, wenn auch nicht blindlings und nicht in jeder Hinsicht. Das ist, sehr verehrte Damen und Herren, ein Zitat von Niklas Luhmann, deutscher Soziologe und Gesellschaftstheoretiker, der das Thema Vertrauen sein ganzes Leben lang bearbeitet hat und dessen Systemtheorie noch heute besondere Bedeutung in unserer Republik hat. Wir haben in den letzten beiden Tagen sehr viel über das Vertrauen gehört, im Zusammenhang ganz vieler Sachverhalte. Und lassen Sie uns doch den Punkt von Luhmann, die Herleitung von gewissen richtigen Regeln richtigen Verhaltens, auch betrachten. Und da in diesem Zusammenhang kommen mir die Gründungsmütter, ohne die gäbe es ja nicht die Väter unserer Bundesrepublik, ins Spiel. Immer häufiger führe ich mir vor Augen, welche Leistung hinter unserem Grundgesetz und der Grundsystematik der Gewaltenteilung steckt. Nicht nur, dass die Vergangenheit reflektiert wurde und Lehren daraus gezogen wurden, die Grundlage für unsere solidarische, wenn Sie so wollen, die Grundregel für unsere Gesellschaft wurde. Und eine Säule dieser Gewaltenteilung, das sind auch die Staatsanwaltschaften. Und genau die sind es, denen wir jetzt Vertrauen schenken sollten, wenn auch nicht blindlings. Ich erinnere an den Fall Bartle. Die Staatsanwaltschaft war in der Lage, durch Geduld und Akribie den eigenen Kollegen zu überführen. Davor habe ich Respekt. Und genau diesen Respekt habe ich auch vor der Untersuchung zu den AWO-Vorfällen. Jeder von uns hat Werte und Haltung. Das enthebt uns aber nicht der Verpflichtung, nicht nur Vertrauen in den Rechtsstaat zu haben, sondern auch Respekt vor dessen Leistung. Schließlich sind Staatsanwaltschaften dazu da, Sachverhalte zu beurteilen und gegebenenfalls auch zu beurteilen, verurteilen. Und lassen Sie uns gemeinsam feststellen, alle jene Dinge, die aufgeklärt werden, sind nur eine Bestätigung dessen, dass unser Rechtsstaat funktioniert. Und hüten wir uns vor Unterstellungen im Vorhinein. Hüten wir uns auch davor, Staatsanwaltschaften Einflussnahme zu unterstellen. Das ist wenig zielführend, und in manchen Fällen soll es wohl auch nur eine Ablenkung vom eigenen Versagen sein. Missbrauch und Vorteilnahme sind zu verurteilen, aber eben nach den Ermittlungen. Und die AWO ist immer verlässlicher Partner der Kommunen gewesen. Dass jetzt einzelne Kommunen vertieft auf Rechnungsstellungen schauen, finde ich nur angemessen. Schließlich sind es Steuergelder. Und Misstrauen sind eben nicht nur, ist kein verantwortliches Umgehen mit diesen Verhältnissen. Und insofern bitte ich Sie um Maß halten, auch in dieser Diskussion. Vielen Dank. Mir liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Damit ist diese Aktuelle Stunde abgehalten.